Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Freut mich, dass du auf meinem Kanal gelandet bist. Heute geht es um das Thema Kanada und meine Reise nach Kanada. Und ja, ich möchte euch einfach mal alle Infos dazu geben, wie es zu der Reise gekommen ist und wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß dabei. Also, ich gehe nach Kanada für 3 Monate und arbeite dort auf einer Pferderanch. Das Ganze habe ich natürlich wohl überlegt. Ich habe sehr viel Geld gespart, ich habe mit meiner Arbeit gesprochen, sodass ich auch unbezahlten Urlaub bekomme und kann mir das jetzt einfach ermöglichen. Das ist einfach ein Traum, schon seit ich denken kann. Und jetzt kann ich ihn mir eben endlich erfüllen. Ich habe dazu ganz viele Ranches angeschrieben, vor allem touristische Ranches angeschrieben, weil ich einfach mit ganz vielen Leuten auch in Kontakt kommen möchte. Und mir hat eine Ranch ziemlich zeitnah eigentlich geantwortet und das ist auch wirklich die Ranch, zu der ich gehe. Das heißt, ich habe natürlich auch noch von anderen Ranches Antworten bekommen, aber habe sofort gesagt, nein, das passt einfach schon so gut mit der, da möchte ich auch genau dorthin. Und zwar ist diese Ranch in British Columbia und zwar muss ich dann nach Vancouver fliegen, dann mit dem Bus nach Kamloops fahren und von dort dann noch mal 2 Stunden in den Norden. Und dort gibt es so ein kleines Städtchen, das heißt Clearwater und da noch eine halbe Stunde entfernt ist dann die Ranch Wells Gray Guest Ranch. Ist auch eine sehr beliebte Ranch, weil einfach das zwischen Vancouver und Calgary liegt und genau da fahren einfach die Leute immer wieder, machen die da halt so ihre Route und da bleiben sie dann dort auch gerne mal stehen und genau, dort werde ich sein für die 3 Monate. Zu meinen Aufgaben zählen, dass Pferde kümmern eigentlich. Also ich richte die Pferde her für Ausritte, da werde ich am Vormittag einen Ausritt haben und eventuell auch nochmal am Nachmittag. Das heißt, ich richte die Pferde her, schaue, okay, welcher Mensch braucht welches Pferd. Ich führe dann auch den Ausritt, da haben wir so verschiedene Trails und dann natürlich muss ich danach auch wieder die Pferde versorgen und die wohnen alle auf einer riesigen Koppel oder Weide. Genau, und wenn ich am Nachmittag aber keinen Ritt habe, weil einfach nicht zu viele angemeldet sind, dann helfe ich am Abend noch in der Bar aus. Die Besitzer von der Ranch sind ursprünglich aus der Schweiz und sind ausgewandert vor, ich glaube, mittlerweile 11 Jahren und haben erst vor 2 Jahren diese Ranch übernommen. Das heißt, die hatten letztes Jahr noch 65 Pferde, weil sie das Ganze noch übernommen haben von den alten Besitzern und wollten das aber so ein bisschen familiär gestalten. Deswegen glaube ich, wird es jetzt nur so um die 15, 16 Pferde geben. Und sie hatten auch noch nie jemanden, der ihnen da ein bisschen ausgeholfen hat. Das möchten sie jetzt einfach mal ausprobieren. Und da freue ich mich natürlich riesig und hoffe auf jeden Fall, dass ich das alles gut meister, damit vielleicht auch nochmal jemand anderes die Chance hat, im nächsten Jahr zum Beispiel vorbeizukommen und hier auch einfach Erfahrungen zu sammeln. Ja, die Besitzer heißen Daniel und Elvira. Mit denen habe ich schon ganz viel geskypt und da haben wir einfach so ein bisschen gesprochen, was ich mir erwarte, was sie sich erwarten. Und das war wirklich sehr, sehr nett. Wir haben da ganz oft und lang geskypt und das hat sehr gut funktioniert, das harmoniert sehr gut und deswegen freue ich mich auch schon wirklich dorthin zu fahren und bin schon sehr aufgeregt. Und jetzt kommen wir dann noch zu dem ein bisschen schwierigeren Teil und zwar kann ich natürlich nicht einfach nach Kanada und dort arbeiten, sondern ich musste mich natürlich auch informieren, wie sieht es hier aus, brauche ich hier eine Arbeitsgenehmigung oder reicht ein Touristenvisum und natürlich reicht nicht nur ein Touristenvisum, sondern ich brauche wirklich eine Arbeitsgenehmigung. Da habe ich mich dann auch wirklich viel informiert. Jetzt noch ganz kurz der Grund, warum ich das nicht über eine Organisation oder eine Agentur gemacht habe. Das konnte ich gar nicht, weil nämlich alle Agenturen immer nur Work and Travel angeboten haben. Das heißt, du konntest dann oder könntest 1 Monat einfach arbeiten auf einer Pferderanch, wobei sie dir aber nicht garantieren, dass du dort auch reiten darfst. Obwohl das dein Wunsch ist, muss es nicht sein, dass du das dort machen darfst. Und dann ist für die restliche Zeit einfach vorgesehen, dass man reist, was natürlich super ist. Aber ich wollte halt schon wirklich arbeiten und das Leben auf einer Ranch mitbekommen und deswegen war das einfach nichts für mich und ich musste das einfach selbst in die Hand nehmen. Was aber gar nicht so einfach ist, denn man findet nicht wirklich eine Ansprechperson oder eine E-Mail-Adresse, wo ich jetzt wirklich hinschreiben muss, okay, was brauche ich genau für Dokumente, was muss ich ausfüllen, was sind die Voraussetzungen und deswegen habe ich mich an die Organisation UIS gewandt. Das ist keine Organisation, die mir meinen Trip organisiert, sondern die helfen dir einfach, dein richtiges Visum zu bekommen. Also wenn du jetzt zum Beispiel studieren willst oder du möchtest eben arbeiten, so wie ich, oder du möchtest Au-pair machen und so weiter, aber eben nicht über eine Organisation, sondern einfach nur Informationen haben möchtest, dann schreibst du eben UIS und die kümmern sich dann darum. Das heißt, mit denen habe ich dann ganz viel telefoniert. Da gab es so eine Art Interview, das heißt, sie haben dich einfach nach deinen Daten gefragt,
okay, was möchtest du dort genau machen, woher kommst du und so weiter. Und dann hast du die ganzen Informationen denen gegeben und die haben das dann weitergeleitet an die entsprechende Stelle. Und wenn dann irgendetwas gefehlt hat, wie zum Beispiel eine Reisepasskopie oder dann brauchst du einen Strafregisterauszug, dann hast du das einfach gemacht, hast es denen gesendet. Das ging dann auch via WhatsApp, da hatten wir so eine kleine WhatsApp-Gruppe. Und das hat dann einfach super geklappt, weil ich dann einfach natürlich das einfach denen geschickt habe und die haben sich dann darum gekümmert. Allerdings muss man sagen, sind die da sehr gechillt und ich habe schon gesagt, ich brauche auf jeden Fall dieses Visum bis 15. Juni, weil ich genau an diesem Tag dann schon in Kanada bin. Und ja, die können, natürlich können sie nichts dafür, ja, aber ich habe mich da jetzt drum schon im November gekümmert und ich hatte bis vor kurzem noch immer nicht mein Visum und das ist jetzt schon ziemlich knapp, deswegen habe ich jetzt dann noch extra eine Reisegenehmigung, also eine elektronische Reisegenehmigung beantragt, dass ich auf jeden Fall in das Land mal einreisen darf, auch wenn nur als Tourist. Aber jetzt heute habe ich die Info bekommen, dass ich Gott sei Dank mein Visum bekomme und eben auch schon jetzt dann habe direkt, wenn ich wirklich in Kanada bin. Das hat sich also wirklich sehr lang gezogen. Solltest du oder ihr also auch vorhaben, nach Kanada zu gehen und dort wirklich zu arbeiten und das mehr als einen Monat oder länger als einen Monat, dann braucht ihr auf jeden Fall eine Arbeitsgenehmigung und beantragt das wirklich lange, lange im Vorhinein, denn das dauert wirklich sehr lange. Und ja, mit dieser Organisation hat das alles in allem dann schon gut funktioniert. Sie haben mich wirklich jede Woche angerufen, gefragt, ob ich Fragen habe und so weiter. Sie würden mir auch helfen, einen Job zu finden oder mir einen Job zu vermitteln. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ja, also ich war dann schon sehr nervös, als ich wirklich noch nicht mal einen Monat davor dann noch immer nicht mein Visum hatte und sie mir auch nicht sagen konnten, es braucht jetzt noch so lang oder so lang. Im Endeffekt hat jetzt aber alles Gott sei Dank sehr gut geklappt und ich denke, dass es da jetzt keine Probleme mehr geben sollte. Und ja, jetzt geht es dann für mich eben bald los für 3 Monate. Ich fliege über Frankfurt nach Vancouver, schlafe dann eine Nacht in Vancouver und fahre dann weiter mit dem Bus nach Kamloops und dort werde ich dann von der Familie abgeholt und bin dann eben auf dieser Ranch. Und was mich dort alles erwartet und wie das Leben dort wirklich ist, da möchte ich euch einfach teilhaben lassen und das auch so ein bisschen für mich aufnehmen, damit ich einfach eine Erinnerung daran habe, wie das dort ist und die ganzen Eindrücke und so weiter. Ich bin wie gesagt schon sehr gespannt und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf und verfolgt das Ganze so ein bisschen, wenn es euch natürlich interessiert. Und ja, ich würde mal sagen, das war es jetzt schon mal mit diesem ersten Info-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann gibt es als nächstes wahrscheinlich ein Was-nehme-ich-mit-Video. Ich möchte nämlich auf jeden Fall so wenig wie möglich mitnehmen, weil ich einfach nicht mit so viel Zeugs anreisen kann, weil ich nur einen Koffer habe. Und natürlich möchte man sich dort dann vielleicht auch mal etwas kaufen und das soll sich dann natürlich schon noch im Koffer ausgehen. Also ja, ich hoffe, ich kann das Ganze gut meistern und werde euch auch ein paar Tipps geben. Aber das seht ihr dann alles im anderen Video. Deswegen labere ich jetzt mal nicht weiter und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder was auch immer ihr gerade habt und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Tschüss, Baba!